So, hallihallo, da sind wir wieder und diesmal habe ich eine Assistentin mitgebracht. Anja. Aha, die Anja. Ja, guck mal, was hat Papa denn hier wieder geholt aus dem Action-Sonderpostenmarkt? Und zwar gab es im Prospekt oder gibt es aktuell im Prospekt eine Autorennbahn, Track Race heißt die. Und zwar, du zeigst es schon, für 18,95. Ja Mensch, da lohnt sich ja gar nicht für Papa zu Opa und Oma zu fahren, ne? Auf den Dachboden zu steigen und seine alte Carrera-Bahn rauszuholen. Da holen wir sie einfach neu, oder? Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie sie ist, aber dafür habt ihr uns ja. Wir testen die einfach mal. Ja. Wir gucken uns an, was das Ding kann. Ja. So, du bist hier am Rumknicken und am Tun. Aha, okay. Du packst es schon aus. Hopp. Okay. So. Alles klar? So. Ja. So, ich gehe mal ein bisschen hoch hier, damit wir alle sehen, was du da hast. Machst du schon auf? Warte mal, pass mal auf. Wir gucken uns die erstmal an hier. Oh, wir müssen erstmal gucken, was denn hier alles ist. Also, pass auf. Track Race. Also, das ist alles hier in Englisch. Aha, okay. Also, Batterien gestützt. Das ist von Mercedes. Guck mal, hier haben wir sogar hier so ein Mercedes-Logo. Guck mal hier, Daimler. Ich habe auch noch eine. Ja, auf dem Dachboden bei Oma und Opa. Guck mal hier, das sind die Mercedes-Wagen. Und ab 3 Jahre. Mercedes-Benz ab 3 Jahre, ja. Was haben wir noch hier? Okay, also das sind die typischen Sachen hier. Das sind die, ja, da musst du so draufdrücken. Das sind wie die Joysticks. Genau, hast du schon mal gesehen. Und dann, dieses hier hat sogar eine Rundenzählung. Und 2 Loopings und. Warte mal, wie weit ist er? 5,80 Meter ist die. Also eine super lange Bahn. Das hat Oliver auch so mitzählt. Ja. Wenn ich diesen drück kann. Na, wir gucken mal, was wir hier noch so haben. Pass mal auf, warte mal. Hier haben wir mehrere. Hier haben wir erstmal mehrere Anleitungen. So, hier ist Englisch, Holländisch, weil das vom holländischen Hersteller ist hier, aber in China, aber gut, das ist ja üblich bei, genau, das ist Deutschland, da steht auch drauf, Rennstrecke. So, ja, was kann das gute Ding hier für knapp 19 Euro? Jetzt sehe ich allerdings, guck mal hier, die haben hier einfach haben sie vergessen zu übersetzen. Naja, kann ja mal passieren. Guck mal hier, da haben sie also praktisch in allen Sprachen den Inhalt, haben sie einfach immer so gleich gelassen. Guck hier, haben sie gar nicht übersetzt. Aber ist egal. So, pass auf. Wir haben hier eine Batterieanleitung, also wie wir die Batterien einlegen müssen. Und nochmal Batterien einlegen. Oh. Da müssen wir gleich noch Batterien legen. Kann so. Die wieder zurück da rein tun bei so ein Ding. Nein, mach mal auf. So, genau. Wir gucken uns die jetzt erstmal an, was da so drin ist. Na? Pass auf. Du hast ja nur, genau. So, geht? Hä? Geht nicht? Nicht. Oh. So, jetzt haben wir's. Nee, guck mal hier. So. Oh, ich sehe schon, ist umweltfreundlich. Guck mal hier. Oh. Warte. Müssen wir hier noch weitermachen? Einmal, zweimal, so. Und, guck mal hier. Umweltfreundliche Verpackung. Aber, Moment. Falsch rum. Einmal drehen. Hopp. Zack. So, jetzt gucken wir es uns an, was dabei rauskommt. So, warte. Nochmal. So, also, so haben wir es hier im ganzen Bild, oder? Mal hier. Guck mal hier, in Geschenkpapier haben sie sogar noch eingepackt. Ja. Das ganze Ding, ist hier in einer Pappverpackung. Das ist eigentlich schon eine feine Sache, ne? Haben sie so ein bisschen an die Umwelt gedacht. Früher war das alles noch aus Styropor. Ne? Zu Papas Zeit waren die Big Macs sogar in Styropor eingepackt. Was ist denn der Big Mac? Big Mac von McDonald's. Da gibt es doch so einen Burger, ne? Guck mal. So sehen die Teile aus. Ja, alles in Styropor. Ich weiß wieder, wie man auf Null Quatsch. Macht. Hä? Ach hier, das ist die, das ist der Zähler. Ne? Ja, mach mal durch. 2, weiter. Ah, okay. Gut, so, ich würde sagen, wir bauen das Ding erstmal auf. Ne?
Und dann gucken wir mal. Während des Baus können wir uns ja immer melden, wie der Aufbau so funktioniert. Das scheinen hier so die klassischen Sachen zu sein, mit ineinander schieben. Eine Aufbauanleitung. Pass mal auf, gucken wir auch mal gerade zu. Jetzt auf Null. Ja, jetzt hast du wieder auf Null. Jetzt hast du durchgedreht praktisch, ne? So. Das ist die Aufbauanleitung. In, wollen wir mal schauen, in internationaler Sprache. Also alles mit, ne, haben wir sogar in Deutsch. Wollen wir mal gucken hier, Polski. German hier. Ja, gucken wir uns alles an. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir fangen mal an zu bauen und dann melden wir uns wieder, oder? Mhm. Alles klar, bis gleich. So sieht die Pappleerverpackung aus. Und so, guck mal, hier ein Looping haben wir schon. Und so sieht die Rennbahn hier aus. Hier sind die ganzen einzelnen Teile. Hier noch diese Controller praktisch. Hier die Banden. Und dann, was haben wir noch? Brückenpfeiler, ein paar Elektrokabel. Wollen wir mal gucken. So, und das ist praktisch ein einfaches Stecksystem. Zeigst du uns das mal, wie das so funktioniert? Oh, nimmst du gleich zwei. Fangen wir erstmal an der einen Seite an hier. Ja, okay, oder so. So geht's auch. So, hör mal auf. Okay. Also, nur dass wir mal einmal sehen, wie das geht hier. Also, das ist eine relativ einfache. Genau, Metall, Metall, Plastik, Plastik. Also praktisch das typische Stecksystem, wie bei Rennbahnen eigentlich übel. Jetzt haben wir zwei übrig. Ja, jetzt haben wir zwei. Ne? Mhm. Zwei Loopings. Und dann bauen wir den Rest auch noch auf. Gelle? Ja. Bis gleich. So, und jetzt sind wir live bei der ersten Probefahrt von unserer neuen Autorennbahn. Aus dem Action. Ne? Geklebt haben wir auch schon. Geklebt haben wir sie auch schon. Und einen Trick können wir euch verraten, okay. Weil die erste Mal nicht funktionierte. Ne? Da ist so eine kleine Klappe, die kann man aufmachen. Genau. Upp. Guck mal. Und da kommen die Batterien rein. Wir waren am Suchen und am Tun, weil da stand, man muss einmal hier Batterien reintun und einmal hier drunter. Weil da drunter haben wir das auch mal aufgeschraubt und da war nur Elektronik und da. Genau. Haben wir gedacht, irgendwo muss das doch und sein. Wir haben gerade eben probiert, das so aufzumachen, aber nein, ihr nehmt so und dann zieht ihr es so hoch. Gut, dann ist ja jetzt alles soweit in Ordnung. Ja? Und ich würde sagen, du startest einfach mal hier die Motoren und guckst. Fahr erstmal mit einem. Ja, logisch, fahr erstmal einen los hier. Oh. Oh. Ups, war hier schon. Ja, da habe ich zu wenig. Ah, muss ich, ja, mehr Schwung. Ah, gucken hier. Oh, falsche Spur. Hä? Falsche Spur, ja. Richtige Spur musst du natürlich nehmen. Ja. Warte, vielleicht musst du da hinten losfahren. Okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. Fangen wir hier nochmal von vorne an und dann geht's los hier. Na. Sonst nimm den anderen. Okay. Der nicht geht. Wie, der geht nicht? Stoppt der da? Hä? Was ist denn das hier? Was ist denn hier mit unserer 19 Euro 1895 Rennbahn? Gibt es da irgendwelche Ladehemmungen oder was ist da los? Hä? Also die Soundeffekte sind ja schon gut. Ja? Ups. Ja, musst du mir mehr Schwung wahrscheinlich nehmen. Okay, dann fange ich nochmal an. Ja. Das passiert immer, wenn man zu wenig Schwung hat. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Schwung. Okay, also ich fahre hier langsam. Also pass auf. Dann fange ich da an. Ich würde sagen, wir optimieren die Bahn erstmal noch mal ein bisschen und dann testen wir die erstmal. Okay? Also so, wir haben ja noch keine einzige Bahn geschafft. Also ich befürchte ja wieder Schlimmes, aber wir werden sehen. So, Freunde, Kommando zurück. Ja, eben funktionierte das ja hier mitten auf der Strecke nicht. Aber jetzt, Moment. Papa zeigt euch mal gerade, woran das lag. Ja, wenn ich natürlich hier alte, abgelaufene Batterien nehme von 4/2018, dann kann die Stromversorgung nicht so ganz so gut sein. So, aber jetzt zeigt uns Anja mal, wie hier die Sache geht. Die Spur, okay? So, jetzt fahren wir mal eine Runde. Mit Soundeffekt, okay. Upp. Okay. Na, siehste.
So. Na guck, dann geht das doch gleich viel besser mit neuen Batterien. So, pass mal auf. Stopp. Und jetzt zeigst du uns mal, Moment, jetzt zeigst du uns mal einmal die Wagen. Ne? Oh, so, also, wir lernen. Ja, du hast sie beklebt, genau. Also, das sind beides Mercedes. Ne? Pass mal auf. Also, was das Besondere dabei ist, bei den Dada-Bahnen war das früher immer so, dass hier die, wie heißen sie denn jetzt? Ha? So, die Rückspiegel, genau, die Rückspiegel, pass mal auf. Immer aus die Rückspiegel, die waren immer abgebrochen. Und jetzt sind die aus Gummi, guck mal aus her. Aus Radiergummi. Ha? Aus Radiergummi? Ja, fast wie Radiergummi. Nein, wirklich. Ja, fast wie Radiergummi. Und so brechen die natürlich nicht mehr ab. Ne? Gar nicht schlecht. Und hier war früher auch immer das Problem, dass die Dinger abgingen, beziehungsweise, dass man die nicht festkriegt. Hier hat man einfach so Clips gemacht. Auch eine feine Sache. Genau wie hier, pass mal auf. Einmal hier die Vorteile. Guck mal hier. Hier haben wir eine Brücke. Da wird die Brücke einfach so reingeklipst. Früher war das immer so. Da musste man die diese Brückenträger hier unten irgendwie befestigen. Das war auch immer eine Geschichte. Dann sind die wieder abgegangen während der Fahrt. Und was mir natürlich auch gut gefallen hat hier, die sind absolut stabil, diese Dinger hier. Das ist also nicht, wenn ich hier mit der Fahrt rumkurve, dass die sich hier auf einmal lösen und dass hier überhaupt keine Stromverbindung mehr ist. Also, von daher, also ich sag mal, ich war kritisch, ich muss es zugeben hier, für 18,95 so eine ganze Bahn, aber wird sicherlich nicht an die Carrera Go rangehen, also an die Carrera Digital natürlich sowieso nicht. Und aber die Spiegel können auch abbrechen, wenn man die immer ja, wenn du sie abreißt, das ist ja klar. Wenn sie abreißt, also die sind ja relativ robust, die Wagen, ne, muss ich sagen. Die haben sie eigentlich relativ robust gebaut, sehen zwar jetzt nicht so dolle aus, aber haben sie soweit schön gebaut, weil sie sind ja hier schon öfter runtergefallen, ne? Wenn du ja schön geklebt, natürlich hast du geklebt, ich weiß, ne? Ne? Das ist ein 7, das ist eine 83. Ne, 38, oder? Ja, 38. Ich habe falsch rumgelesen. Ja, hast du falsch rumgelesen. Also, pass auf. Wolltest du noch eine Abschlussrunde fahren oder wie wollen wir das machen? Also, wie ist denn das Fazit von dir? Gut? Kann man die nehmen? Und hier macht das sogar Musik. Jetzt hat es Geräusche. Hast du wahrscheinlich wieder die falsche Bahn? Ne? Upsala. Also, na, gucken wir mal. Ja, wir müssen erstmal sehen, dass es so den Drive hier. So. Okay, so, mit diesen Bildern verabschieden wir uns, gell? Anja? Ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen. Ja, Papa will ja auch mal mitfahren, ne? Der kauft dir ja nicht umsonst hier so eine Bahn. Nur damit du spielen kannst. Gibt ja zwei Controller. Also von daher, jetzt will ich auch mal ran. Und dann machen wir ein Wettrennen. Bis bald. Bis bald, euer Guido. Tschüss. Wupp. Und schon ist er draußen. Das war's. Bis gleich.